Mein Name ist Jonas und ihr Name ist Denise. Und herzlich willkommen zu einem legendär neuen Video. Es hat schon legendär begonnen, muss man an der Stelle sagen, wirklich. Wir drehen an der Stelle nämlich Mädchen normal. Wo ist, wenn sie ihre Tage haben? Sie hat nicht ihre Tage, aber eben, wir wollten das Video starten und sie wusste noch gar nicht, worum es ging. Meinte zu mir, ich glaube, ich krieg gerade meine Tage. Und ich denke mir so, okay. Ist halt echt so. Aber du hast jetzt nicht deine Tage, oder? Nein, jetzt gerade noch nicht. Bestimmt morgen dann, oder wenn es okay, wirklich, will niemand wissen. Ist alles okay. Ich hoffe, ihr seid bereit. Nicht wundern, also ich denke, ihr wisst, warum diese Tücher hier liegen. Weil das war noch wegen diesem Prank, wir drehen das gerade am gleichen Tag. Egal. Denkt dran, Leute, momentan kommt jeden Tag ein neues Video auf meinem Kanal um 18 Uhr. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nicht vergessen, ganz wichtig, ich würde sagen, wir legen direkt einmal los. Ach so, ja, vielen Dank übrigens an all die ganz Leute hier. Ich blende das mal ein. Das letzte Video, Mädchen und Wild Boys, wenn sie ihre Tage haben, 13 Millionen Aufrufe gehabt. Alter, Junge, 13 Millionen, das ist einfach mehr als 12 Millionen. Nee, wirklich. Okay, ich würde sagen, jetzt wünsche ich viel Spaß. Let's go. Beim Videodrehen. Hi Leute, meine Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich bin heute mit Denise. Oh. Und ich hoffe, euch stört nicht. Ich hoffe, euch stört nicht, sie ist ein bisschen fetter geworden. Ist aber nicht so normal. Okay, nein, aber ich sag das nur, weil ich schwöre, sie war mindestens seit einem Jahr nicht mehr im Fitnessstudio. Hä, warum lügst du? Wir waren doch heute Morgen. Okay, aber man könnte es meinen, wenn man sie anguckt, wenn man sie hackt. Okay, ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf. Also jedenfalls, heute geht es um die 10 lustigsten Tierfürze. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Okay, wir versuchen jetzt noch ein drittes Mal, okay? Es bringt nichts, wenn du so abgefuckt bist. Du kannst ja wenigstens so tun. Ich habe Bauchschmerzen. Ja, ich habe dir gesagt, das ist das letzte Video, was wir heute drehen. Ganz einfach. Okay. Hallo und was geht und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jonas und neben mir ist die gute Denise. Ich würde sagen, ich sag's lieber gar nicht. Sie hat ein bisschen zugenommen. Ich denke, das sieht man schon von alleine. Sie war leimig. Das ist gerade dein Ernst? Warum machst du mich denn jetzt hier so zum Deppen vor deinen Followern? Schatz, ich habe einen Comedy-Kanal. Da kommen Witze. Das ist aber nicht lustig, weil ich halt wirklich zugenommen habe. Hast du nicht, man sieht nichts. Du hast nichts. Ich bin so fett geworden und du sagst es auch noch hier, oder was? Hallo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Neben mir ist die gute Daniels. Ich würde sagen, es ist... Sag mal, spinnst du jetzt auch noch meinen Namen falsch auszusprechen? Du machst mich so wütend! Weißt du, du machst mich wütend und wenn du so weitermachst, dann dreh ich ab jetzt mit anderen Mädchen. Mach ich, dreh mit anderen Mädchen, kein Problem. Dreh ab jetzt mit anderen Mädchen. Was sagst du? Was sagst du? Ich hab meinen Po! Schatz, hör auf damit! Das tut so... Nee. Sorry, Leute. Morgens aufwecken. Aufstehen. So. Du musst gleich auf jeden Fall aufstehen. So. Hallo. Hey, Schatz. Hallo. Hey, du hast gleich einen Termin. Aufstehen, okay? Morgen, komm. Komm, Kuss, Kuss abholen, Kuss abholen. Guten Morgen. Boah, du hast Mundgeruch. Okay, steh mal auf, sorry. Okay? Aufstehen. Ich schnapp dir die Decke Nein. weg. Du musst aufstehen. Doch. Du hast dein Kleid immer noch an. Ja, ich bin Zurück. Gestern eingeschlafen. Okay. Na gut. Ich steh auf. Aber ich will noch erst einen Kuss von dir nochmal. Ja, komm, hier, yeah. Komm. Aber ich kriege einen. Ja. Du hast ja schon wieder verschlafen, Mann, Schatz, sorry. Muss mal aufstehen, komm. Schatz. Komm, hey. Lass mich doch mal. Du verschläfst immer, bitte steh jetzt mal auf, komm. Ja und? Ich habe mit Absicht meinen Wecker ausgemacht, weil ich habe so Bauchschmerzen, ich gehe da heute nicht hin. Nein, echt, das ist ein mega wichtiger Termin, komm, Schatz. Lass mich jetzt in Ruhe. Ey, hör mal ganz kurz zu, deine beste Freundin kriegt Achtlinge und du bist die Patentante. Beste Freundin hier, beste Freundin da. Ja, ist deine beste Freundin seit Jahren. Das? Du wolltest Mann, lass mich! Ich hab meine Tage! Komm, ich geh. Sag mal, was hackt hier bei dir? Du. Lass mich schlafen, geh raus sofort. Ich alleine hin, werd ich halt Patenonkel. Komm da jetzt raus! Hey! Auf Klo. Hallo. Warte mal, ich putze mir gerade die Zähne, ne? Ja, und? Du willst aufs Klo gehen, wenn ich meine Zähne putze? Ja. Okay, groß oder klein? Groß.
Ja, groß. Okay, geil. Sag mal, kannst du mal bitte wieder rausgehen? Wie bitte? Wir sind hier gerade auf der Toilette, kannst du bitte rausgehen? Ja, aber du bist ja nicht wirklich auf Klo. Ich wollte nur mal deine Zähne schnell putzen. Nee, geh bitte einfach raus. Moment mal, gestern? Ja, dann. Ja, aber du kannst doch gleich ins Bad, wenn ich weg bin. Ich will nur kurz, ich hol nur die Zahnbürste, okay? Ich hol ganz kurz. Was? Komm, piss dich jetzt, oder ich schieße wirklich. Ich mein's ernst. What the fuck, du bist so eine Hexe. Beim Film schauen. Das ist so traurig. Scheiße. Er hat sie gegessen. Ich kann nicht mehr. Nee, komm, das ist jedes Mal der gleiche Zirkus. Komm, das ist krass Klassenfahrt, ne? Das ist keine Emo. Wir gucken gerade gucken wir krass Klassenfahrt. Da ist es kein Grund zu. Wir haben gestern war es ein trauriger Film, da haben wir beide geweint. Das war okay. Jetzt hör mal auf zu. Es ist krass Klassenfahrt. Das ist nur krass Klassenfahrt. Das haben wir selber produziert. Was für das ist nur krass Klassenfahrt? Das ist super traurig. Das ist eine Comedy. Das ist eine Comedy-Serie. Nee. Doch, es ist eine Comedy. Ich will nicht mit dir diskutieren jetzt. Dein Scheiß ernst. Nicht schon wieder. Freitagabend. Wuhu! Schatz, was machst du gerade? Ich mach gerade die Steuererklärung. Schatz, es ist Freitagabend. Hast du dann nicht vielleicht Lust, lieber was anderes zu machen mit mir? Okay, an was hast du gedacht? Bisschen Party, ein bisschen Sekt. Hab ich uns mitgebracht. Nice, Alter. Ja, keine Ahnung, also Party. Ja, ich habe so einen neuen Track gefunden. Wollen wir einfach da ein bisschen zu tanzen? Einfach ein bisschen abdancen, so ein Track. Einfach mal so einen Track so richtig mal so richtig abdancen. Ja. So wie es alle Jugendlichen machen. Einfach so einen Track und richtig abdancen. Ja. Okay, let's go. Kannst du bitte ein bisschen leiser Schach spielen? Ja, Entschuldigung. So und... Schatz! Ja, ich spiele ja schon leise. Schatz! Kannst du die Figur nicht einfach bitte ein bisschen leiser heben? So, rein, rüber. Boah, Schatz, was ist denn los bei dir? Ist da Atomkrieg oder was? Ich raste dir gleich aus. Es tut mir ja auch leid. Ich pack lieber ein. Aussehen checken. Fertig. Oh mein Gott, ich sehe heute so schön aus. Diese Wimpern, meine neue Frisur und mein Lippenstift. Oh mein Gott, ich sehe so gut aus. Heute stimmt echt alles. Hallo. Hi, Schatz. Na? Findest du auch, dass ich heute Bombe aussehe? Da gebe ich dir voll recht. Voll, oder? Ja. Okay, wollen wir gehen? Ja. Ja, let's go. Mann, heute klappt echt gar nichts. Sieht so scheiße aus. Was ist denn mit meinen Haaren? Die sehen aus, als hätte ich die 5 Tage nicht mehr gewaschen und...
Meine Augen. Was ist das? Was ist das auch für ein Lippenstift? Mann, das ist alles scheiße hier. Ich sehe so scheiße aus. Hey. Was ist los? Trotz, findest du auch, dass ich heute todesscheiße aussehe? Ah, da hab ich ja voll recht. Wie bitte? Wie bitte? Ja, warum werden die Schuhe immer größer? Wie bitte? Ah. Au! Beim Liebesleben. Gute Nacht. Schatz. Ja? Warum trägst du eigentlich zum Schlafen eine Mütze? Achso, ja, meine Frisur ist nicht so geil. Deswegen habe ich. Gefällt sie dir? Und wie? Na, habe ich gefunden auf otto.de. Was ist denn los? Kann ich deine Hose ausziehen? Okay. Krass, okay. Alter. Was für eine Anaconda. Ich hab was auf dem Big Mac. Auf dem Big Mac? Mhm. Okay. Das war's doch niemals, oder? So, ich habe für dich extra die Mütze weggelassen. Auch wenn ich finde, dass die Frisur ein bisschen komisch aussieht. Hm. Ja, so mit Mütze sahst du definitiv besser aus. Oh. Okay. Egal, vielleicht kommt trotzdem Stimmung auf. Nein, ich möchte nicht. Nein. Vielleicht ziehe ich einfach mal meine Hose aus und hol den Big Bang mal raus. Was ist das denn? Stuart Little? Nee, das ist Top-Zustand. Smarties, ui. Okay, ich bin vielleicht ein Minimalist, ja. Gute Nacht. Denkst du jetzt an andere Mädchen? Ja, vielleicht denke ich an andere Mädchen und die mit mir schlafen wollen. Was? Ist das gerade dein Scheiß Ernst, du Blöder? Da! Wo hast du die Riesenschuhe her? Ich komm hinterher. So, und das war's mit diesem Video. Ganz kurz am Schluss wollen wir noch gerade eine ganz wichtige Message sagen. Und zwar auch an dieser Stelle, wie beim letzten Video auch, ist uns wichtig zu sagen, dass wir uns nicht über die Tage lustig machen wollen. Ich hab's ja selber, ich weiß ja, wie es ist. Genau. Also, darüber kann man sich nicht lustig machen, das ist einfach. Also, man kann sich schon drüber lustig machen, aber es ist halt gleichzeitig trotzdem eine ernste und auch eine sehr schmerzhafte Sache. Das heißt, wir machen uns jetzt nicht über die Leute lustig, die das haben. Das muss jedes Mädchen durchstehen, ja, ab einem bestimmten Alter. Bis deine Mami auch. Weiß ich nicht mehr, ob die das immer noch machen muss. Nee, aber... Ja, vielleicht schon, man weiß es ja nicht. Also, weißt du's? Hast du sie mal gefragt? Geht niemand an, ob meine Mutter ihre Tage noch hat oder nicht. Jetzt schalten wir ja mal aus. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Viele Grüße an meine Mutter.